Diabris ist Diabris und 444, die Filmindustrie ist ein Denkmal, ein Denkmal. Und das tut weh, das tut weh. Pierre war immer schon jetzt die ganzen letzten Jahrzehnte eine lebende Legende für mindestens 4 Generationen. Und ich glaube, dass er auch für weitere viele Generationen dann keine lebende Legende, aber eine Legende bleiben wird, ganz bestimmt. Er war einfach ein toller Kollege und ich hatte mal das Glück, meine erste Hauptrolle mit ihm zu spielen. Und wir werden ihn alle vermissen, weil er war einfach ein toller Mensch, ein toller Mann, ein sehr stiller Schauspieler und sehr angenehmer Kollege. Er ist einer meiner besten Freunde gewesen und das Ideal meiner Jugend und der Freund meiner alten Tage. Und er war ein ganz guter Freund von uns und wir haben viel zusammen erlebt. Und deswegen, also ich bin sehr traurig. Er war sehr charakterstark und hatte klare Regeln und klare Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Das hat mich sehr beeindruckt an ihm. Er war auf alle Fälle einer, der nie neidig war, nie falsch war, sich nie nach vorne gedrängt hat. Das war ein ganz guter. Ich glaube, dass er sich eine fröhliche Trauerfeier gewünscht hat. Und ich glaube auch, dass er froh ist. Erstens wird er immer bei uns sein. Und ich glaube ganz persönlich, dass er froh ist, dass er auf französischem Boden gestorben ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Der hat eine schöne Alter erreicht. Trotzdem, jemanden zu verlieren, so wie Pierre, ist schon heavy. Wirklich einer der großen Herren, nobel, großzügig, also ganz besonders nett. Ich denke, er war der letzte lebende Gentleman des Films.